Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Attila mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow und mit den Mächtigen. Soeben, ich bin wieder zurück in meiner alten Wohnung, habe gerade so einen halben Umzug hinter mir, der ist immer noch nicht fertig. Ich wollte es euch nur nochmal sagen, weil viele jetzt gefragt haben, ja, Günther, wie ist denn das jetzt so mit Upload-Plan und so weiter und so fort? Und da habe ich momentan einfach noch das Problem, dass ich einfach noch ein bisschen Zeit brauche. Ich bin hier, wie gesagt, mit meinem Umzug noch nicht fertig. Und deswegen hat es jetzt immer so ein bisschen, ja, deswegen hat es immer mal wieder so ein bisschen gehakelt, ne? Also das tut mir ganz doll leid. Ich versuche den da erstmal zu erdolchen. Das klappt auch wunderbar, hervorragend. Und du kannst jetzt mal hier vielleicht schon versuchen. Ne, warte mal kurz. Kann ich auch assassinieren? Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, der andere ist noch besser. Reduzieren wir mal erstmal seine Bewegungsreichweite. Gut. Das hat also schon mal geklappt. Und dann kannst du jetzt nochmal versuchen zu assassinieren. Okay, schade. Das hat nicht geklappt. Aber wir können ja mal mit unserem Seitenanführer einen Angriff versuchen. Na also. Ja, okay. Also ich bin gerade wieder dabei umzuziehen. Das ist halt, wie gesagt, ganz, ganz schwierig, ne? Ich habe viel zu tun. Und es war so, dass ich dann halt auch nicht die Möglichkeit hatte, halt immer wieder... das ist ja krass. Wir haben hier sogar... wie heißt das nochmal in Frankreich, wo diese ganzen Steine aufgestellt sind im Meer? Wir haben ja echt eine coole Szenerie auf jeden Fall. So, und ich komme die ganze Zeit wieder ab von dem, was ich eigentlich sagen will. Ja, das ist doch ein gutes Wetter. Ich gucke das nochmal nach. Ich werde es euch auf jeden Fall nochmal nachreichen. So, mit Minus mal gerade hier so ein bisschen, dass ich ein bisschen mehr Vogelperspektive habe. Unaga auf jeden Fall ganz vorne aufstellen. Haut nicht ganz so hin, wie ich das will. Ich hätte sie gerne... Okay. Ich hätte sie aber schon ganz gerne so ein bisschen erhöht. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ja, auf jeden Fall, ihr könnt euch denken, das ist beliebig kompliziert, wenn man einen Umzug macht, nebenbei noch Videos aufzunehmen und die dann auch noch pünktlich hochzuladen, ne? Also insofern erstmal Entschuldigung, ja, jetzt so an eure Seite. Ich weiß, ihr sagt dann immer, ja, Günther, brauchst dich nicht zu entschuldigen, ich will es trotzdem tun. nee, weil ich ja auch weiß, wie das ist, wenn man halt auf ein Video wartet und so, klar, und manchmal ist man dann auch sogar ein bisschen enttäuscht, das verstehe ich vollkommen. Ich will es auch nur erklären. Das hat halt eben was mit meinem Umzug zu tun gehabt. Und jetzt habe ich momentan vor allen Dingen auch seit einiger Zeit das Problem, dass irgendwie mein Displayport-Kabel von meinem zweiten Monitor kaputt zu sein scheint. Und meine Grafikkarte, die hat halt nur Displayport-Anschlüsse. Oder nicht genügend, zumindest nicht genügend HDMI-Anschlüsse. So dass ich da also auch nochmal hinterher sein muss, jetzt mir ein neues Displayport-Kabel zu kaufen. Es ist auch mega nervig momentan, ne? Und dann wisst ihr, ne? Dann will man eigentlich umziehen, dann hat man schon genug zu tun, dann passiert halt auch noch sowas, dann muss man sich wieder um andere Sachen kümmern und es ist momentan auch einfach echt richtig viel zu tun gewesen. So, aber jetzt geht's mir auch eigentlich echt wieder besser. Ich habe richtig Bock wieder zu zocken und will mich jetzt auch wieder ein bisschen ablenken. Hören wir mal, was unser General zu sagen hat. I love you. I do. If I could, I would marry you all and have your children, I would. But instead, we go to our deaths, bonded as one big, happy family. Follow me! Set them alight! Ja, und er schwört hier nochmal so die Meute auf sich ein. Das ist ja schon mal ganz cool, ne? Weil ich immer wieder mal gefragt werde, Günner, wie machst du das? Mit dem Einheiten vorrücken. Das geht bei mir einfach mit dem Pfeiltasten. Ihr könnt das aber auch alles in den Menüs einstellen. Das ist jetzt wirklich nicht so mega kompliziert. Und ich sehe schon hier, ihr seht auch, die KI versucht hier unsere Bewegung schon so zu antizipieren, ne? Deswegen werden wir uns selbst auch noch ein bisschen hier hoch bewegen. Also das kann man dann machen, wenn man mit den Pfeiltasten bewegt hat und danach dann
hingeht und dann die Pfeiltaste nach oben drückt, dann seht ihr also, wie sich die Bewegung der Truppe wieder verändert. Sieht fast so aus, als würde er sich hier auf ein Kavallerieduell mit mir einlassen wollen. Und du bewegst dich mal gerade ein bisschen nach vorne, weil Autofeuer ist bei dir auch sowieso irgendwie nicht so geil. Kommt immer wieder zurück. Oh nein, das habe ich jetzt definitiv aber nicht gemacht. Ich habe sie definitiv nicht alle ans Ende der Karte geschickt. Ich hätte einfach nur ganz gerne, dass sie wieder in Position geht. Und das ist nämlich definitiv nicht so schwierig. Also das, warum? Nee. Da macht mir das Spiel gerade wieder, aufgrund der Einheitenformation, macht er gerade wieder ganz komische Sachen. Also, oder der Einheitengruppierung ist es jetzt in dem Fall hier konkret. Weil das kann nicht sein, dass du hier frontal auf seine Speerkämpfer drauf gehst. Das ist einfach Quark. So, du nimmst jetzt bitte mit darüber. Und du wirst jetzt bitte hier drauf schießen. Und wir machen das jetzt einfach wieder so, dass wir euch nochmal hier zentral aufstellen. Und den General hier schön hier hinten stehen lassen. Während wir die Fernkämpfer, die wir einmal aus dem Plänkelmodus rausnehmen, ganz gediegen hinter unsere Schlachtreihe stellen. Und die Schleuderer, die möchte ich gerne hier auf die Seite ziehen. So, und jetzt gucken wir mal. Also der kann es eigentlich nicht überleben. Naja, die muss ich gleich nochmal neu aufstellen. Und zurück. Der kann sich da ruhig mit seiner Kavallerie an unseren Speerkämpfern abarbeiten. Wo? Ich glaube nicht, dass er das macht. Wo sind die anderen Schleuderer? Ach da. Ich bitte den Charge. So, jetzt brauche ich aber die Kavallerie hier. Und zwar hier drüben brauche ich euch. Die sind echt mega schnell. Die ziehen wir hier mal ganz gechillt über die Flanke. Warum schießt du eigentlich nicht mehr? Schieß mal einmal hier drauf, bitte. Ja, der ist zu dicht, ne? Aber komm, einmal kannst du da reinschießen.
Okay, weißt du was? Du gehst mal zurück. Das hier bringt ja nichts. Nee, warte, die stellt sich so auf. Und du musst ein bisschen schneller machen. Gut. Komm zurück. Komm mal auch da raus. Hier hin. Nicht den Berg hochlaufen. Das hier ist super gut. Hervorragend. Mit einem toten General hat er keine Chance mehr. Dann werde ich jetzt mal ganz schnell das Autofeuer bei unseren Einheiten ausmachen. Und auch hier den Befehl zum Halt geben. Also, dass sie halt aufhören, hier weiter zu verfolgen. Achso, warte mal. Nee, der General ist tot. Dann brauchen wir die Generalseinheit selbst jetzt nicht zu attackieren. Aber du kannst hier noch mitmachen. Wie viele sind das da hinten noch? 3, okay. Nee, warte. Hier. Da oben brauche ich noch einen. Ja, die Kaffe, die wird abhauen. Ah, 7 Einheiten. Könnte sein, dass er die komplett verliert. Schade, ich habe die Artillerie gar nicht so gut einsetzen können, aber ich glaube, dafür hat sie jetzt auch nicht so die mega Kollateralschäden verursacht. Das war mir hier wichtig. Und das war, glaube ich, eine ganz brauchbare Sache. 22. Ja, du musst noch hier weiter knüppeln. Wie viel sind das noch? 3. Okay, ist egal. Ja, darauf. Helf mal hier mit. Zwei, vier, 24. Ach, komm daher. So, bitte da. 7, 31, bitte auf die. War da noch irgendwas? 11 und 3. Also bitte auf die 11 gehen. Da sind es nur 51. Gut, da haben wir, glaube ich, jetzt. Also den Rest, der da abhaut, den erwischen wir auch nicht mehr. Aber ich glaube, wir haben ansonsten hier alles erwischt. Da kann ich mir noch mal einen Siegeskaffee einschenken. Oh, endlich mal wieder ein Siegeskaffee. Schon bestimmt gefühlt seit 3-4 Tagen nicht mehr getrunken. Das schmeckt ja doch einfach viel besser. So, diese Kaffeekanne, die tropft so. Unglaublich. Gucken wir uns die Statistik an. In 359 Mann verloren. Viele Verluste bei der Infanterie, aber das ist insofern eine sehr gute Quote für uns, weil es eine sehr infanterielastige Schlacht war und wir ja relativ wenig Infanterie aufgefahren haben. Also wir hatten ja alleine 5 Fernkampfregimenter dabei. Und alleine dadurch haben wir ja doch eine sehr starke Verzerrung eigentlich hier drin. Ja, er kann sich jetzt nicht mehr bewegen, weil die Agenten da rumstehen, ist okay. Na, also es war eine sehr infanterielastige Schlacht und wir hatten alleine 5 Fernkampfregimenter dabei und 5 Kavallerieregimenter und noch die Artillerie. Und ich glaube, dafür haben wir dann, dafür, dass wir nur mit 8 Infanterieregimentern hier überhaupt in der Schlacht waren, dafür war das eigentlich eine ziemlich gute Quote. Ja, ich warte hier noch auf jeden Fall ein kleines bisschen und dann sind wir, glaube ich, Quicksave mal gerade an der Stelle, aber ich glaube, wir sind ansonsten hier mit der Runde fertig, oder? Warum stehen hier eigentlich 2 von denen rum? Muss man gerade gucken, wie sich das so religionsmäßig hier ausnimmt bei mir. Nimmt zu, da nimmt es auf jeden Fall auch zu. Wie sieht es hier aus?
nimmt zu. Das ist meine Hauptstadt, ne? Da muss es eigentlich auch zunehmen. Also, oder meine, das ist meine Hauptprovinz, ne? Nimmt auch zu. Okay. Wie sieht's hier oben aus? Ja, da braucht man auf jeden Fall noch einen Agenten. Das könntest du doch machen, glaube ich. Komm du mal noch mit hier hin. Da. Keine Ahnung, was die Schwester da gerade zu mir gesagt hat, aber cool. Auf jeden Fall, mach weiter so. Bevor ich den ausbaue und mir damit hier sowohl Unrat als auch einen Malus auf die öffentliche Ordnung abhole, warte ich noch ein bisschen, weil wir momentan wieder mit der öffentlichen Ordnung ganz gut dran sind. Ich mache aber hier wieder eine Steuerprovinz draus. Seht ihr jetzt auch, es lohnt sich, ne? Kommt jetzt auch was bei rum, das ist gut. Soll ich vielleicht nochmal gerade gucken? Ich habe überall Steuerprovinzen, ne? Ja, ja, okay, gut, alles klar. So, wir schauen nochmal gerade rein. Ja, hier, wir brauchen Wachstum, ne? 7, ach du meine Güte. Das ist egal. Das bleibt so. Das bleibt auch so, schätze ich fast. Ja, also das werde ich definitiv nicht weiter ausbauen. Da sind die Mali einfach zu heftig. So, du musst mir jetzt kurz sagen, königliche suebische Kavallerie. Ja, wir brauchen sie, ne? Wir können sie jetzt bauen, wir bauen sie auch. Ja, doch, machen wir. Es wird... Eieieiei, ne, das wird ganz, ganz übel. Auf, es wird ganz, ganz übel auf die sanitären Anlagen gehen, aber in Herrgotts Namen. Ich will jetzt auch diese königliche suebische Kavallerie haben. Romanisches Heidentum auf dem Rückzug. Elusa. Kriegen wir theoretisch, mache ich aber nicht, solange die noch so weit verstreut sind, weil das ist immer sehr, sehr nervig. Also wenn wir jetzt mit den Gäten einen Krieg anfingen, ihr seht ja, die sind sehr, sehr weit verteilt auf der Karte, wäre das extrem nervig, weil wir ja dann irgendwann, also wir müssten hier das ganze Gerümpel zusammenkehren und da habe ich eigentlich keine Lust drauf, das machen wir nicht. Aber vielleicht doch trotzdem mal, gerade nochmal der Blick in die Diplomatie vielleicht nicht zu unterschätzen. Die Ostgoten, wo sind die? Ziemlich stark und ziemlich sauer. Wird aber besser. Mit Illyria wird es schlechter. Das macht mir nichts aus. Mit Makedonien bleibt es eigentlich schlecht. Okay. Ah, wahrscheinlich, weil... Ja, nee, okay, gut. Das sind ganz normale Standardwerte. Ja, mhm. Gute Verhältnisse noch mit den Sachsen. Die immerhin eine einzige Region kontrollieren. Oh, die Jüten finden uns ätzend. Ah ja, klar. Great Power, ja. Bei den Gäten das gleiche eigentlich. Es wird schlechter. My time is better spent feasting and hunting than listening. So be quick with your chattering. Ach komm hier, du kriegst mal so ein mittleres Geschenk. Ich will da ja eigentlich auch ganz gerne die, die Beziehungen oben halten. Mit den Angeln wird es auch schlechter, die kriegen auch ein Geschenk. You are welcome. Although my ancestors and people expect Ui, nee, 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 aber du kriegst nur so ein 2000er Geschenk. Das scheint sich nach dem Vermögen der Fraktion zu richten, ne? Der man das Geschenk gibt, das ist ja auch witzig. Also mir hat jemand auch mal vor kurzem geschrieben, dass die Höhe der Summen, die man bezahlen muss, um bei diplomatischen Sachen irgendwas zu erreichen, sich nach dem eigenen Goldbestand, den man hat, richtet, was ich ja mega, mega schwachsinnig finde, ne, aber, naja, von mir aus. Aber das, wenn das wirklich so wäre, ich habe es jetzt auch nicht ganz verifiziert, ich fand es klang aber sehr plausibel, dann sollte man das vielleicht mal ändern, ist nur so eine Idee, aber ich würde es wirklich ändern, weil ich finde es realistischer, denn zum Beispiel, was hätte jetzt so eine Fraktion wie, sagen wir mal, die Markomannen, ja, die jetzt, sagen wir mal, drei Regionen, also drei kleine Provinzien, die kontrollieren ja nicht mal ganze Provinzen, sondern nur drei kleine Regionen.
Was hätten die davon, wenn die mir versuchen, 40% von meinem Einkommen abzupressen, wenn die doch wahrscheinlich irgendwie mit 10.000 Denaren schon mega das Geschäft machen würden? Na, also das finde ich insofern, ne, ihr wisst, was ich meine. Ich trinke mal noch einen Schluck Kaffee. Und er schmeckt insofern jetzt nochmal deutlich besser, weil ja der Krieg jetzt mit den Galliern kurz vor einem erfolgreichen Abschluss steht. Wir haben ihre Armeen alle vernichtet. Vielleicht haben sie nochmal eine gebaut, kann durchaus sein. Aber das ist mir jetzt nicht so. Also gucken wir mal gleich. Das war es jetzt auch fast. Nach den römischen Separatisten dürfte nicht mehr viel kommen. Genau. Was ist passiert? Ein gegnerischer Agent ärgert mich. Und jetzt bekomme ich einen minus 10er Malus durch römisches Heidentum. Das ist mir egal. Weil wir haben eigentlich sehr, sehr gute... Wir haben eigentlich eine sehr, sehr gute öffentliche Ordnung. Ah, er hat die Bewegung komplett lahmgelegt. Ja, das... Also so eine glückliche Fügung des Schicksals, möchte ich doch mal meinen, ne? Also da haben wir doch aber gerade nochmal Schwein gehabt, ne? Macht insofern nichts, weil... Wir haben ja natürlich noch eine weitere Armee. Und wir haben natürlich auch noch ein paar Agenten. Und insofern ist es für ihn natürlich nur eine aufgeschobene Nummer. Und weg ist er. So, der Bursche hier. Der ist am Start. Ich schick dich auch jetzt vor. Oha. Wo kommst denn du her? ich werde dich jetzt auch auflassen. Brennen wir nieder. Ach, du kannst ja noch weiterlaufen, ne? Hier muss ich mal gerade gucken. Ja, das Ding zu kolonisieren würde sich dann noch lohnen, ne? Augusta Treverum, Durocorturum und hier. Wir haben zwar keinen zusätzlichen Meereszugang, aber immerhin noch eine gute Ausgangsposition, um die Germania unter unsere Kontrolle zu bringen. Das würde ich doch ganz gerne machen. Was hatten wir denn noch so? Godoma hat einen Rang bekommen. Ach ja, hier unser Flottenkapitän, das ist doch gut. Klar, hier der Moralbonus für die Schiffchen, den brauchst du auf jeden Fall. Wir können dich ja mal hier hinhocken. Und dann... Genau, machst du hier mal so Patrouillenfahrt. Sollte unseren Handel ein bisschen schützen, ne? Also ist jetzt natürlich, rein ökonomisch ist es natürlich totaler Schwachsinn. Boah, 7 Bevölkerung. Ich brauche so viel Wachstum dafür. Das hier bringt ja kein zusätzliches Wachstum, leider. Naja, okay, gut, weiter gucken. Ich muss da immer wieder nochmal neu reingucken, es tut mir leid, aber... Ja... Ja. Aha. Okay. Also es lohnt sich natürlich nicht mit so einer großen Flotte, wie wir sie jetzt haben, da Patrouillenfahrten zu machen, um den Handel zu sichern. Das ist eine riesige Geldverschwendung. Ist jetzt allerdings für uns auch nicht so ein... Ach, stimmt, die habe ich vergessen. Naja, die kommen nächste Runde dann wieder dran. Aber es ist dann besser, als wenn er jetzt nur im Hafen rumgammelt, ne? Also so kriegt er, glaube ich, auch ein bisschen Erfahrung und wir haben dann nicht so große Verluste. Das ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig. Und ich sehe gerade, irgendwie scheint mein Mikrofon ein bisschen leise zu sein. Moment.
Das ist immer das Nervigste bei so einem Umzug, da muss man das ganze Setup nochmal neu machen. Also, naja, ja. Und dann muss ich da nochmal alle Mikrofone, dann muss ich das Mikrofon nochmal neu einstellen, dann muss ich mein Gerät nochmal neu kalibrieren und so weiter. Das ist immer extrem nervig. Ja. Warten wir noch drauf. Vielleicht greifen uns die Gallier sogar an. Das könnte ich mir fast sogar noch vorstellen. Nein. Nein, meine Verbündeten. Okay. Und die Markomannen machen nicht mit. Die Schweine. Ja, zum Glück habe ich hier gleich zwei neue Armeen fertig. Die freuen sich auf jeden Fall auf die Plünderung. In Nordafrika. Dann muss ich da halt doch alles wegplätten. Die Garamanten sind zerstört, okay. Nee, die ist jetzt gestorben. Ist nicht dein Ernst. Die ich jetzt gerade hingeschickt habe, die ist jetzt abgenippelt. Ist das so ein freches Spiel? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Im Alter von 52. Die hatte ihre besten Jahre noch vor sich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Dann hätten wir da jetzt natürlich zwei Möglichkeiten. Ja, du zeigst mir gerade, wie weit kommst denn du? Der kommt nicht so weit, ne? Der kommt nicht so mega weit. Ich könnte Caesarea angreifen und niederbrennen. Wie wär's denn damit? Schaffe ich das? Klar, war mal ausgeglichen. Zwei Schiffe verloren, die rüste ich aber nach. So, und dann mache ich hier plündern. Also die Kohle nehmen wir mit. Und dann brennen wir es jetzt nieder. So, ich fasse das alles zusammen. Ich hole mir nämlich jetzt einfach nochmal fünf neue Schiffe. So, hier gab es eine Erfahrung für die Flotte. Oh, Rekrutierungskosten verringern? Nee. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ah! Okay, billigere Sachen. Gegen Römer? Nee. Gegen östliche Imperien? Da, Kampagnenbewegung. Ja. Plus 12 Plündereinkommen. Das ist auch schon geil. Okay. Warte mal. Dann machen wir Folgendes. Mach die nochmal gerade weg. So, gehst jetzt hin. Machst du diesen und diesen. So, jetzt sind die Schiffchen ja billiger, ne? Oh, ich zittere. Lauf mal hier hin. Vielleicht fragt sich jetzt auch der ein oder andere, warum hast du die Markomannen da überhaupt gefragt, ob die mitmachen? Das war ja eigentlich abzusehen, dass die sich da verweigern. Das ist vollkommen richtig, aber dieses Bündnis wollte ich ja eh aufkündigen. Also insofern ist das jetzt nicht so dramatisch. Jetzt habe ich halt nur das Problem, dass ich da wieder einen Agenten hinkriegen muss. Kann ich mir hier? Nee, kann ich mir nicht holen, ne? Muss ich dann anderweitig versuchen.
Dann sollte ich jetzt noch jemanden, vielleicht doch einen Gouverneur dahinstellen. Achso, ich habe halt auch genügend, ne? A merry meeting. How can I help? I am a sage of the forest. Ja, komm, schickst mir den jetzt darüber. Makoman könnten wir fast versuchen, auf dem Rückweg zu vernichten. Aber ich will jetzt auch nicht schnell größenwahnsinnig, also ich will jetzt zumindest noch nicht größenwahnsinnig werden. Ja, das ist sehr, sehr nett. Plus 13. Ich muss so gerade gucken, warum geht die öffentliche Ordnung hier so an den Arsch? Einwanderung. Desolation. Ah, okay. Next turn only. Okay, danach geht's wieder um 5 nach oben. Difficulty level, religious uncertainty, geht runter, religion, taxes, instability. Okay, also da geht aber nochmal ein bisschen was runter. Ja, ich weiß nicht, ob ich das ausbauen will. Mal gucken. So bin ich, glaube ich, ganz zufrieden erstmal. Ja, und dann würde ich jetzt, ja, wir haben eine halbe Stunde, ne? Wir machen an der Stelle einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Ach, daher kommt ja auch noch mal ein bisschen was, ne? Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich wünsche euch alles Gute bis dahin und sage, mach's gut, pax, vobiscum, valete.